Hallo Eiklo-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich möchte euch heute zeigen, wie man DVA-Dateien, das heißt Bewegungs-Animationsdateien, in Eiklo bringt. Startet mal euer Eiklo 3 Change 5 Programm. Und dort ladet ihr einfach mal eine DVA-Datei. Ich habe hier noch meine Faction, dass ich euch auch auf meine Homepage zur Verfügung stelle. Und nehmen wir mal einfach diese erste Animation. Schauen wir uns die Animation mal an. Aha, das ist eine Kickbox-Animation. Man könnte jetzt vielleicht meinen, dass man einfach diese Animation nach Eiklo exportiert, aber das geht einfach nicht. Wir müssen die erstmal für Eiklo konvertieren. Das heißt, als erstes muss ich sie zu einem Nicht-Standard-Charakter konvertieren. Da diese Figur jetzt noch keine Zuweisung hat, also kein Mapping hat, kann ich versuchen, aus den vorgegebenen Profilen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das funktioniert nicht. Also wenn wir die komplett selber machen. Das heißt, die Zuweisung für einen bestimmten Knochenregion. Fangen wir einfach mal hier mit dem Fuß an. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, fällt sich das ein. Und ich sehe, ich weiß, dass das aktiviert ist. Und weise es diesen Knochen zu. Wir sehen, dieser Knochen fährt sich auch ein und somit ist die erste Zuweisung vorgenommen worden. Gehen wir das Ganze jetzt mal hintereinander an. Machen wir jetzt erstmal die einfachen Dinge. Naja, das ist manchmal nicht schwierig, genau zu treffen. Aha. Wenn die Knochen hier nicht stellen so schmal sind. Man kann natürlich auch hingehen und kann da etwas aufwickeln, indem man hier auf Knochengröße drückt. Und wie ihr seht, werden die gleich dicker. Und ich glaube, es wird auch etwas einfacher, jetzt diese Zuweisung zu machen. Die Figur ist erst fertig gemappt, wenn dieser rote Button grün aufleuchtet. So, machen wir hier bei den Händen weiter. Jetzt noch hier den Kopf. Und wir sehen, es leuchtet jetzt schon grün auf. Rein theoretisch könnte man die Figur so schon übernehmen, aber wir haben hier noch ein paar andere Knochen, wie zum Beispiel hier einen Halswirbel und noch die beiden Schulterblätter. Die können wir, also wir sehen das hier, Halsansicht. Wir müssen es nicht machen, aber es bietet sich trotzdem an.
und die Wirbelsäulenansicht. Hier haben wir natürlich die beiden Schulter die beiden Schultern. So, das dürfte unsere Figur eigentlich komplett fertig sein. Bereits, wir klicken hier auf aktiv und können jetzt wieder einige Bewegungen, wie zum Beispiel tanzen, und sehen, wie sie auf unser gemapptes Bone wird. Und das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Wir können jetzt natürlich weitersehen. Aber ich gehe davon aus, dass das soweit in Ordnung ist. Dann klicken wir auf Konvertieren. Wir bekommen hier eine Information, dass alle Dateien Bewegungspolitik, bla bla bla, das könnt ihr selber lesen. Sind jetzt eigentlich mit der ganzen Geschichte zufrieden, können uns jetzt auch nochmal die eigentliche Animation anschauen. Da scheint auch alles noch okay zu sein. Und exportieren das Ganze jetzt nach iCloud. Hier ist auch zu achten, dass das Häkchen bei Geometrieeinstellung deaktiviert ist. Denn wir wollen ja nicht dieses Strichmännchen darüber kriegen, sondern nur die Animation. Auch muss hier eine Animation exportiert angehakt sein und die Motion exportieren. Okay. Okay, starten wir jetzt iCloud und laden einen Avatar ein. Wie wir eben gerade eigentlich gesehen haben, müsste, man muss einmal vor, einmal zurück, dass ich die und jetzt mal unser, ach hier ist diese Schublade, diesen Ordner, hat das Programm erstellt und hier ist auch unter Doppelklick Animation, umgewandelte Animation drin. Wir setzen die jetzt auf den Avatar und sehen uns mal die Bewegung an. Und die ist also ziemlich gut. Sollten noch irgendwelche Hände dann gehen durch den Körper oder so weiter sein, so kann man das hier in iCloud natürlich richtig regulieren. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.